Am Freitag, den 21. Oktober 2022, wurde nach dreijähriger Pause wieder zum Unternehmerabend in den Sitzungssaal der Raiffeisenbank Murau geladen. Bei dieser Veranstaltung der Stadtgemeinde in Kooperation mit Wirtschaftsausschuss und Raiffeisenbank ging es diesmal um verantwortungsvolle Raumplanung, die auch bei der Renovierung und Umgestaltung der alten Bezirkshauptmannschaft am Schillerplatz 7 zu tragen kommt. Baumeister Robert Siebenhofer präsentierte die Umbauarbeiten des 5 Millionen Euro Bauprojektes in der Murauer Innenstadt. Und der bekannte ORF-Moderator und Buchautor Darek Leitner, der sich schon seit vielen Jahren mit Landschaft und Baukultur beschäftigt, referierte pointiert zu dieser Thematik. Das erklärte Ziel bei diesem Projekt ist, den Ortskern zu stärken. Wir haben bereits in den letzten Jahren einige Projekte als Gemeinde umgesetzt. Ich denke da im Bereich der Anna-Neumann-Straße, zwei Bauwerke für den Wohnbau saniert, ein Geschäftslokal dort untergebracht. Ich denke aber auch dass auf das Haus Stadler, wo wir über unsere Initiative, die Enstaller Wohnbaugenossenschaft, ebenfalls Wohnraum geschaffen hat. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen mit dem Projekt Schillerplatz 7. Ja, aus meiner Sicht kann Altstadt für die Zukunft nur funktionieren, wenn man eine gewisse Verbindung zwischen Alt und Neu schafft, den historischen Ortskern beleben, aber durchaus auch mit kulturellen oder Wohn- und Wirtschaftsgebäuden im Nahbereich neu macht. Und das ist eben das Gesamtkonzept, spiegelt das da jetzt am Schillerplatz ein bisschen wieder, eben wie Sie schon gesagt haben, mit Tiefgarage, Wohnobjekten, eventuell auch einmal ein Kulturzentrum und das Ganze verbunden eben mit einer Brücke zum Schillerplatz, zum historischen Ortskern. Im Wesentlichen ist es nicht unbedingt und auch nicht überall so, dass Gemeinden Altbestände aufkaufen, diese sanieren. Wir tun das seit langer Zeit, also zumindest seit ich Bürgermeister bin, allerdings auch schon davor, weil wir damit ein Signal setzen wollen, nämlich ein Signal auch in Richtung privater Eigentümer, dass ähnliche Initiativen auch dort passieren. Und auf der anderen Seite wir als Kommune natürlich einen Impuls geben. Ein Impuls insofern, als die Ortskerne dadurch wesentlich aufgewertet werden, dass wir wieder Nutzungen in die Leerstände reinbekommen etc. Also alles, das sind die Intentionen dahinter. Aktuell muss ich sagen, können wir es uns noch einigermaßen leisten. Auf Dauer wird es wahrscheinlich schwer finanzierbar sein. Also allein in meiner Ära haben wir jetzt 4 oder 5 Objekte käuflich erworben und um x Millionen Euro saniert. Das Geld muss man mal zurückverdienen. Dauert dann natürlich entsprechend lang und dieser Belastung für die Gemeindefinanzen. Darek Leitner hat erst kürzlich sein 5. Buch veröffentlicht und erläuterte, warum Gebäude nicht hässlich sein sollten und es wirklich lebenswert ist, schöne Orte zu schaffen, um glücklich zu sein. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir in manchen Bereichen etwas geschehen lassen, was uns dann in Summe aber nicht gefällt. Es gibt niemanden, der sagt, machen wir es uns in irgendeinem Bereich richtig schier. Aber wir lassen vieles zu, was dann in der Gesamtanmutung so wirkt. Und da müssen wir genauer drauf schauen. Das Problem ist, dass der Begriff der Schönheit wiederum ein bisschen verpönt ist oder aus der Mode gekommen ist. Aber ich glaube, wir können viel mehr damit anfangen, als man denkt, weil wir in der Regel als Gesellschaft doch weitgehend übereinstimmen in der Beurteilung, wo es schön ist und wo nicht. Und das sieht man vor allem dann, wenn wir selbst Touristen sind. Da wissen wir ganz genau, wo es schön ist. Meistens wissen es zu viele andere dann auch nach unserem Begriff. Aber diese Maßstäbe brauchen wir doch nur in unserer unmittelbaren Lebensumgebung anlegen und nicht immer nur darauf warten, dass wir woanders hinreisen, wo es dann schön ist. Machen wir es uns hier, wo wir leben, schön. Unglaubliche 12 Hektar werden in Österreich pro Tag verbaut. Damit sind wir Spitzenreiter. Es gibt schon einige Regierungen, die sich ein 2-Hektar-Ziel Bodenverbrauch pro Tag vorgenommen haben. Wir sind weit davon entfernt, nämlich 10 Hektar mehr, die wir täglich verbrauchen. Und da wird es vieler Schraubendrehungen bedürfen, damit man von dieser Zahl runterkommt. Ich glaube, es sprengt jetzt vielleicht den Rahmen der Gedanken hier, aber es gibt im
Raumordnungsgesetze einiger Länder interessante Ansätze, wo man zum Beispiel Bauland aktiviert und nicht Neues wieder widmet. Es gibt, so wie wir es hier gesehen haben, die Ansätze, vieles von Industriebrache oder auch sonst brachliegender verbauter Flächen zu nützen, zu aktivieren und nicht auf der grünen Wiese dieselbe Funktion, vielleicht nicht einmal billiger, zu errichten. Also wenn du heute in der Raumplanung etwas zulässt und aus dieser zugelassenen Grundlage dann etwas gebaut oder wie auch immer errichtet wird, dann hast du es natürlich auch über Wahlperioden hinaus. Und da hat er absolut recht. Das sind durchaus mittelfristige Folgen, die daraus resultieren. Die Verbauung der Flächen ist sicherlich eines der großen Probleme in Österreich. Man kennt auch die Relation Handelsfläche pro Kopf im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Wir leben halt durchaus in einem Übermaß des Flächenverbrauchs, der uns zunehmend ohnehin auf den Kopf fällt. Naja, dass er mal darauf hingewiesen hat, dass wir in Österreich 40.000 Hektar brachliegende Flächen haben. Und da geht es schon um die politische Frage auch, wie wir diese brachliegenden Flächen wieder revitalisieren. Die Antwort werden wir nicht sofort finden können, aber es muss trotzdem der Politik gelingen, nicht noch mehr Flächen zu verbrauchen, sondern auch die bestehenden Ressourcen zu nutzen, so wie es uns jetzt im Bereich des Projektes Schillerplatz 7 gelingt. Machen wir es uns also schön, für uns und für die, die kommen. Das alte BH-Gebäude wird jedenfalls ein Prachtstück und stärkt den Ortskern.